Hallo, du sparst bereits hunderte von Euro pro Jahr. Dank unserer Videos. Ab jetzt kannst du auch beim Kauf von Ersatz und Zubehörteilen sparen. Kauf einfach und versandkostenfrei. Über unsere App Mr. Auto. Nimm dir für diesen Vorgang den Luftfilter zur Hand, den du in der Videobeschreibung findest. Schalte die Zündung deines Autos aus, ziehe die Handbremse an und öffne die Motorhaube, indem du am entsprechenden Hebel ziehst. So ist es einfach, zum Luftfilterkasten zu gelangen, um den Filter zu wechseln. Hebe dann die vier Halteverschlüsse an der Luftfilterkastenabdeckung an. Löse mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher die fünf Schrauben vom Flansch des Luftfilterkastens. Entferne den Flansch. Entferne den Luftfilter. Bevor du den neuen Filter einsetzt, musst du die Filterkammer unbedingt von Blättern und Schmutzablagerungen befreien. Nimm dir den neuen Filter zur Hand und vergleiche ihn mit dem alten, um sicherzustellen, dass sie identisch sind. Setz den neuen Filter ein. Versichere dich, dass die Gummidichtung richtig platziert ist. So kannst du den Flansch einfach wieder einsetzen. Setze den Flansch wieder ein, bringe die Halteverschlüsse wieder an und schraube dann die fünf Halteschrauben wieder an. Vorgang beendet. Hallo, wenn dir dieses Video geholfen hat, like es und abonniere dich.